Hallo und guten Abend. Wir haben noch etwas Zeit, circa 6 Minuten. Also ja, einfach entspannt zurücklehnen, vielleicht noch ein angenehmes Getränk besorgen. Es geht pünktlich um 20 Uhr los. So, bis dahin schalte ich noch mal mein Mikrofon aus und bin aber im Chat verfügbar. Also wie gesagt, Start um 20 Uhr. So, wunderbar, der Raum füllt sich. Ich muss schon mal gleich eine kleine Warnung aussprechen, denn zu mir ist ein kleiner Kater gezogen. Der ist mir zugelaufen und ich habe hier in meiner Büroebene keine weitere Türe und möchte ihn auch nicht aussperren und dann kratzen hören. Es kann also sein, dass mir gleich mein kleiner schwarzer Assistent hier hinter mir über dem Sideboard hinterherläuft. So, wir haben noch einige Minuten bis 20 Uhr und 5 Minuten. Also weiterhin gilt, machen Sie es sich bequem oder mach du es dir bequem. Es ist ja ein persönliches Thema in dieser Webinarserie und daher bin ich da dann auch gerne beim Du. Ja, ich werde es ausrichten. Der Kleine heißt Mali und vielleicht wird er sich noch zeigen. Ist übrigens auch etwas, was mit unserem Thema schon zusammenhängt, denn dieser Kater ist schon 5 Jahre alt, wohnte bis zum letzten Herbst in der Nachbarschaft und hat seine Berufung gefunden, lieber hier zu wohnen. So, da muss ich jetzt mal meine Lesebrille bemühen. 56 haben wir, 4 Minuten noch. Und im Sinne derjenigen, die immer sich pünktlich dazuschalten, natürlich noch etwas Zeit, wie gesagt, sich ein Getränk zu holen oder es sich bequemer zu machen. Es ist ja bei diesem Webinar, wie bei den meisten meiner Webinare, ist die telefonische Teilnahme auch möglich, ja, weshalb ich vielleicht auch ein bisschen schon mal Dinge umschreibe, sodass die telefonischen Zuhörer ja, da auch noch mitkommen. Demnächst gibt es übrigens eine App hier von EduDip fürs Mobilphone oder Mobilphone, super, fürs Smartphone. So dass es noch einfacher sein wird, von unterwegs den Webinaren hier zu folgen. So, 3 Minuten noch. Und der Raum, der füllt sich, das freut mich. Ja, ebenfalls schönen guten Abend. Mach es dir bequem, machen Sie es sich bequem. Und die 3 Minuten kann ich vielleicht schon ein bisschen nutzen, das Logo zu erklären. Dies ist eine Webinarserie und ich habe den Vorläufer davor, ja, vor 5 Jahren gestartet. 2012, ja, wir haben 2017. Und es kommt nicht umsonst, dass Karriere nach Maß dort die Schneiderutensilien drin hat. Das Maßband nehme ich sehr gerne in Workshops, wenn es um Planung,
Lebensplanung eventuell auch geht, um sich eigentlich klarzumachen, wie viel aktive Zeit, wie viele Jahre sind da noch vor mir. Und wenn man das so feststellt und sagt, okay, ich persönlich bin jetzt 50, ja, und vielleicht bleiben mir noch so 15, 20 Jahre aktiv im Berufsleben, wenn und weil es mir Spaß macht. Ja, also das sind noch 20 Sommer, 20 Winter. Das hilft ja wohl zu reflektieren und ja, sich das Ganze ein wenig einzuteilen. So, 2 Minuten noch. So, der Raum wird größer, das freut mich. Und ich muss mal wieder meine Lesebrille bemühen. Die Uhr an meinem Rechner ist recht klein. Wir haben 19:59 Uhr. Das ist prima. Kann's gleich ganz offiziell losgehen. So, leider ist meine Lesebrille nicht entspiegelt. Aber ich werde, glaube ich, mich gleich ohnehin mit dem Live-Bild ausschalten, einfach zugunsten der Bandbreite der Übertragung. So, damit haben wir 20 Uhr. Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen bei der Webinarserie Karriere nach Maß. Mit mir, Silvia Nickel. Und heute beschäftigt uns in dieser Serie die Frage Beruf oder Berufung. Und das ist immer eine sehr spannende Frage. Ja, weil man sich natürlich eben tja, manchmal vielleicht auch mehr unter seinem Beruf, seiner beruflichen Laufbahn vorgestellt hat oder andererseits auch verspürt, das ist noch nicht alles, was ich hier so gehabt habe, vielleicht sich so an einem Scheideweg ja, befindet. Und wie alle Webinare dieser Serie richtet sich auch der heutige Abend oder die nächsten 30 Minuten in etwa ja, an alle, die entweder ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen und von daher ja, Anregungen suchen, aber auch diejenigen, die vielleicht merken, ich stehe an einem Scheidepunkt, ich möchte so nicht weitermachen, ich suche neue Betätigungsfelder, vielleicht habe ich schon die Idee und die sich schlichtweg auch darüber austauschen wollen. Nun, was qualifiziert mich dazu? Ich habe es gerade schon ein bisschen in der Anmoderation gesagt, wir haben hier schon seit 2012, April 2012, so eine Vorgängerserie gehabt und die rührte eigentlich aus, ja, aus meiner Tätigkeit, aus meinem ehrenamtlichen Engagement in meinem Berufsverband. Na, die falsche Farbe in meinem Stift, jetzt ist sie richtig. Und zwar dem Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte. Und dort habe ich dann irgendwann mal das Format Networking Master aufgesetzt, einfach um das Thema ja, Beruf, Karriere ein bisschen zu befördern, anhand einzelner Themen aufzupicken. Und ja, nach 4 Jahren sind einem dann doch die Schwerpunkte ausgegangen und die Fragen, die wir diskutiert haben, die ja, wurden auch immer umfassender. Und insofern heißt es nun seit November 2016 Karriere nach Maß. Und da sind wir schon bei der Tonality, denn ich möchte beim Du bleiben in dieser Webinarserie, einfach weil es persönliche Themen sind und ja, eine gewisse Betroffenheit vielleicht auch da ist. Also ja, lasst uns beim Du bleiben. Bitte fühlen Sie sich nicht auf den Schlips getreten, wenn es hier beim Du bleibt. Ja, was ist noch über mich zu sagen? Beruflich, hauptberuflich beschäftige ich mich mit Arbeitsorganisation, Selbstmanagement, Teammotivation, ja, Prozessmanagement. Und dafür ist vielleicht sinnbildlich diese kleine Grafik. Und ja, fast seit 20 Jahren selbstständig.
Und trotz meines hohen Dinosaurieralters von 50 Jahren würde ich mich als Internet-Native bezeichnen, einfach weil ich 1982 bereits ja, damit eingestiegen bin. Natürlich nicht mit dem Internet, da hatte ich so die ersten Dinge, die ersten Kontakte per Modem im Jahr 1986 über das Wissenschaftsnetz, denn wie wir alle wissen, das WWW gibt es erst seit 1992. So, und jetzt erstmal die obligatorische Frage am Anfang, nachdem so ein bisschen die Stimmgewöhnung da ist. Ist der Ton okay? Nutze einfach den Chat. Du hast überhaupt zwei Möglichkeiten, dich zu beteiligen. Ich habe dieses Whiteboard freigegeben hier mit den Stiften und die findest du an der mittleren Konsole. Da kannst du dir eine Farbe aussuchen und schlichtweg mir was dazu malen, dazu schreiben. Und andererseits eben den Chat. Denn wir sind ja doch eine etwas größere Gruppe heute Abend. Und ja, da ist es dann ein bisschen zu aufwendig mit dem sprachlichen Dazuschalten per Voice. So, super. Ich sehe, okay. Das ist prima. Dann lasst uns einfach starten. Und zwar, drei Punkte habe ich eingepackt. Einmal natürlich die Frage, Basis ist der Beruf wirklich immer für die Berufung? Und zweitens dann natürlich, wie finde ich denn vielleicht meine Berufung wirklich im Beruf oder sollen wir lieber sagen in der Arbeitswelt, also dort, wo wir gegen Entgelt arbeiten? Und drittens, für diejenigen, die sich vor allem dies fragen, wie finde ich eigentlich meine Berufung und wie kann ich die erkennen und ja, transformieren, da habe ich so einiges ins Add-on reingepackt, ein bisschen Material, denn wir werden uns im März nochmal mit dem Thema beschäftigen. Da heißt es nämlich vom Hobby zu Quatsch und nebenher mache ich, Punkt, Punkt, Punkt. Das war so einer meiner Sprüche, die ich früher hatte, bevor ich, und da nehme ich mal schon einiges weg, in den 90ern auf dieses wunderbare Büchlein gestoßen bin und entsprechende Seminare belegt habe. Und seitdem frage ich mich, was meine Berufung ist. Es ist eine Daueraufgabe. So viel sei verraten. Genau, so klappt das Ganze. Und man kann wunderbar auch damit malen. So, das war jetzt gar nicht. Ich sollte den Pen anschließen. Und natürlich sollte Ihnen immer auch Zeit sein für deine Fragen, für eure Fragen. Und ja, lasst uns starten. Als erstes ein kleiner Angriff auf euch alle. Ja, wie sieht deine Tätigkeit zurzeit aus? Vier Felder habe ich hier. Und zwar einmal, ich liebe eigentlich oder lebe schon meine Berufung. Alles gar kein Thema. Ich schaue mal nur hier vorbei, um zu sehen, ob es anderen auch so gut und prächtig geht. Oder ich kenne meine Berufung gar nicht. Genau, einfach dran kringeln, draufmalen. Oder, tja, ich würde gerne meine Berufung leben, weiß aber noch nicht ganz genau, wie ich das eigentlich anstellen soll. Dann empfehle ich dir vor allem auch noch in den folgenden 2 Monaten wirklich mit dabei zu sein, denn, oder 3 Monaten, denn dort haben wir so diese drei Aspekte. Einmal dieses Nebenher, dann die Selbstständigkeit und dann natürlich auch die Frage, wie finde ich die passende Organisation für meine Werte, Fähigkeiten und so weiter? Ja, und ganz links unten, wie immer, wer so ein bisschen BWL geschädigt ist, wird das kennen. Links unten steht immer das, was man gar nicht will, was nicht gut ist. So werden diese Matrizen immer aufgebaut. Tja, so, da steht eben, ich arbeite, um zu leben. Berufung interessiert mich nicht. Da möchte ich einfach anmerken, vielleicht doch, vielleicht ist es dann ganz bewusst im Hobbybereich. Das ist ja auch absolut nicht schlimm. Wir müssen nicht unbedingt mit unserer Berufung Geld verdienen. Sollte mal ganz wichtig sein. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Auswertung hier. Und ich sehe, hier haben wir sehr, sehr viele Kreuze. Links oben und rechts unten. Und ja, das es sind schon mal so zwei Ansatzpunkte zu sagen, ja, ich möchte da noch ein bisschen dran arbeiten. Einerseits
wirklich herauszufinden, was ich kann und andererseits ja, ne, dort irgendwie mir das Ganze zu basteln. Denn wie Pippi Langstrumpf so schön sagt, und es ist eine meiner Lieblingsheldinnen, ne, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und da ist wirklich vieles dran. Da hat die Astrid Lindgren schon ja, was ganz Gutes in die Welt gesetzt. Okay, dann schauen wir einfach weiter. Basis also Beruf. Was nutzen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse? Ja, wir alle sind vielleicht mit so einem ganz klassischen Karrierebild aufgewachsen. Ich bin es zumindest, Jahrgang 66. Da hat man es kennengelernt. Wenn man gut in der Schule ist, dann ja, hat man einen guten Abschluss. Mit dem guten Abschluss macht man eine Ausbildung oder ein Studium. Und wenn man dort sich dort anstrengt, ist man gut und so weiter. Ihr kennt diese ganze schöne Sache der wunderbaren standardmäßigen Karriereleiter. Und vielleicht kennt ihr auch den Begriff irgendwann, und das tritt bei sehr, sehr vielen zwischen, ja, ich sag mal Mitte 40 und Mitte 50 auf, ist dann Edeka, Ende der Karriere. Da hat man einfach die höchste Position erreicht. Nach oben wird die Pyramide sehr spitz und die Frustration kommt ganz schnell in den beruflichen Alltag rein. Einfach ja, weil es keine Veränderungsperspektive mehr gibt. Ich habe mal letztens im Rahmen einer Familienfeier von jemandem, der verbeamtet ist, gehört, und die Person ist Mitte 30. Ich glaube, ich habe Depressionen. Ich weiß ja jetzt schon, in welchem Büro ich arbeiten werde, wenn ich 66 bin. Das ist aber geballter Frust. Also, das wollen wir alle nicht. Ja, genau. Edeka ist ein Lebensmittelhandel und die lieben sogar, ne, frische Lebensmittel. Ja, unter Personalern oder in den Konzernen grassiert auch gerne eben die Abkürzung Edeka für Ende der Karriere. Gut, was wir hier in dieser Leiter überhaupt nicht sehen, ist Passion und so weiter. Das heißt, wenn wir hier einmal eine Richtung eingeschlagen haben, dann bleibt uns noch die Möglichkeit, uns mit Qualifikationen irgendwo durchzuhangeln, um verschiedene Positionen wunderbar zu erreichen. Und ich persönlich glaube, dass wir da in einem viel, viel größeren Auflösungsprozess in der Gesellschaft sind als noch vor 20 Jahren, als dass wir durchaus umlenken können und durchaus es kein Alter gibt, bei dem man sagt, es ist zu spät, einen neuen Beruf zu ergreifen oder ein neues Tätigkeitsfeld. Man muss halt wissen, was man möchte und wofür das Herz auch schlägt. Und ja, da gibt es so eine schöne Umfrage aus dem Jahr 2016. Hier habe ich die Daten von Statista. Ja, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Beruf? Und man sieht, ja, ne, es sind so, ja, so 50% einigermaßen bis voll zufrieden. Das heißt, die Hälfte der Befragten ist relativ unzufrieden. Und wir können das mal kurz hier im Raume testen, indem wir so eine Umfrage starten. Nämlich die gleiche. Und ja, einfach mal anklicken, wegklicken. Ich bin gespannt, wie sich's verteilt. So, da haben wir schon ein dickes, dickes Feld bei C. Ziemlich zufrieden, fehlt also noch was, oder bei E ziemlich unzufrieden. Finde ich total interessant. Ja, und E und D zusammen, das macht, oder C, D und E macht drei Viertel des Kreises aus. So, ich wir haben jetzt 16 abgegebene Stimmen. Vielleicht die letzte Chance, bevor wir die Umfrage beenden. Bitte jetzt klicken, dann können wir uns die Ergebnisse auch gleich anschauen. Okay, ich danke euch erstmal. Beende die Umfrage. Ups. Nein, präsentiere die Ergebnisse. So. Ihr müsstet jetzt alle dieses Kreisdiagramm sehen, ich hoffe es. Und zwar haben wir dort wirklich die Kategorien gehabt.
von A völlig zufrieden bis G völlig unzufrieden. Und wenn ich mir anschaue, das grüne, gelbe und orange Feld, da wird repräsentiert ziemlich zufrieden. Also es fehlt doch irgendwie etwas über weder zufrieden noch unzufrieden. Also naja, geht so. Bis zu ziemlich unzufrieden. Das sind über drei Viertel des Kreises. Also über drei Viertel hier in der Gruppe sagen, na, es könnte schon besser laufen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Und ja, da gehen wir wieder zurück zu unserer Umfrage. Wir sehen, da haben wir also hier eine andere Verteilung in der Gruppe gehabt. Also der Schwerpunkt war hier. Ja, hier heute in der Gruppe. Und da ist es natürlich wirklich Zeit, drüber nachzudenken. Ja, einfach zuschauen, wie kann ich da was best verbessern. Nun gibt es da so ein paar Einflussgrößen bei so einer klassischen Berufslaufbahn. Das eine ist natürlich ganz klassisch der Fleiß, der uns dann immer herangetragen wird. Das heißt, was machen wir beruflich? Und tja, dann gibt es natürlich das, was wir so schön Talent nennen. Und was mit Sicherheit geprägt ist, auch von unseren Interessen, unseren Leidenschaften, aber natürlich eben auch von dem, was wir mitbringen, von dem, was wir aber auch erlernt haben, trainiert haben, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, die wir nicht unbedingt in der Berufsausbildung hatten. Kleines Beispiel. Ja, vielleicht, wenn wir uns einfach vorstellen, da sitzt jemand in der Buchhaltung, trocken, ja, Datev immer fleißig buchen vorm Rechner. Und er fühlt sich eigentlich berufen, ja, es anderen hinauszutragen. Ja, dann ist vielleicht die Frage, kann ich da eben innerhalb des Unternehmens Schulungen machen oder ja, kann ich mich da eben anders hin entwickeln? Das heißt, ich muss nicht an dieser Stelle, in dieser Position wirklich verharren. Also davon sollten wir uns wirklich verabschieden. Es gibt immer viele Möglichkeiten. Ja, und der dritte Kreis, das sind hier so die Kontakte und die Erfahrungen. Und deswegen war auch die Vorgängerserie, hieß die auch Networking, weil einfach Netzwerken sehr, sehr wichtig ist, um auch ja, seinen Horizont zu erweitern, sich Möglichkeiten offen zu halten, aber auch über den Tellerrand zu schauen und ganz andere Dinge, Berufsfelder, ja, ganz andere vielleicht auch Werthaltungen kennenzulernen. Denn was ich nicht kennenlerne, das kann ich mir schlecht vornehmen und auch umsetzen in meinem Leben. Also die Neugier ist immer ja sehr, sehr guter Lehrmeister. So, da muss ich noch mal in den Chat schauen. Ja, wenn wir zufrieden wären, würden wir das Webinar nicht machen. Ganz genau. Ich hoffe, ich kann ein wenig was dazu heute noch beisteuern zur Zufriedenheit. Ja, und damit sind wir schon bei der zweiten Betrachtung. Berufung im Beruf, das ist so das, an das, ja, an das vielleicht viele denken. Wobei ich schon gerade gesagt habe, Berufung kann man auch außerhalb des erlernten Berufs finden. Und Berufung, das werden wir auch gleich sehen, muss nicht unbedingt etwas mit Geld verdienen zu tun haben. Im Idealfall sollten wir das aber natürlich anstreben, denn als Vollzeitberufstätige verbringen wir einen verdammt großen Teil unserer Lebenszeit mit unserem Beruf und ich hoffe auch mit einer ja, euch erfüllenden Arbeit. Ja, vermutlich werden die meisten mehr Zeit im Beruf verbringen als mit irgendeinem ihrer Lebensgefährten, Gefährtinnen, mit der Familie, den Freunden und so weiter, wenn man es auf die gesamte Lebensspanne sieht. Nun gibt es so ein schönes Zitat von Aristoteles, und das ist ja schon ein paar Jährchen her, der sagt, dort, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung. Das ist etwas auch ein bisschen, ich sag mal, als Zitat sehr häufig aus dem Zusammenhang gerissen, denn es geht bei diesem Zitat darum, dass sich jemand berufen fühlt und ja, seine Dinge vorantreibt und sich bei Aristoteles beschwert, dass das Leben so mühselig ist. Also, dass er einfach ja, irgendwo was machen muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da sagt Aristoteles, bitte achte drauf, es geht nicht nur darum,
ja, dass dir etwas gefällt, sondern es muss auch anderen gefallen. Und wenn das zusammentrifft, das ist super optimal. Das sollte mal für die nächsten 10 Minuten so unser Ideal im Hinterkopf sein. Also wirklich die Schnittmenge zwischen Gaben und Talenten, die uns mitgegeben sind, und den Bedürfnissen eben anderer. Und bitte, wenn ihr auf die Suche geht nach eurer Berufung, weil ihr nicht genau wisst, so im Anschluss eben an dieses Webinar, wenn ihr euch vielleicht auch Lektüre holt, und eine wunderbare Lektüre, dies sei am Rande erwähnt, ist ein zweites Buch. Ich habe es auch in die Unterlagen mit reingebracht. Das ist von John Strzelecki und das heißt The Big Five for Life. Meine Big Five for Life werde ich später hier auch noch vorstellen. Und da geht es darum, dass er sagt, okay, willst du dein Leben verschwenden oder möchtest du, stell dir vor, dein ganzes Leben wird gefilmt und am Ende deines Lebens hast du ein Museum. Und egal an was du glaubst, ob an Gott oder Wiedergeburt, du wirst aber auf jeden Fall der Museumswärter in deinem Lebensmuseum sein. Also du wirst permanent anderen erklären können, war dieses Leben schön und war dieses toll, erfolgreich, hat es andere Menschen bewegt. Ja, oder gab es viel Frustrationsmomente und viele Momente, an denen du dich gefragt hast, warum bin ich überhaupt hier? Ich finde, das ist ein wunderbares Sinnbild und das ist in Romanform geschrieben. Man merkt, ich bin da immer ein bisschen bewegt. Und ja, und es beginnt mit einem Gespräch, dass der Protagonist den zweiten Protagonisten sozusagen trifft und ihn fragt, ist heute ein Museumstag? Und anhand dessen erklärt sich die Story. Wunderbares Buch, wirklich empfehlenswert. Also, es geht darum, Museumstage zu schaffen. Und bitte bei der ersten Betrachtung schaut einfach mal nicht auf die Bedürfnisse anderer, sondern erstmal auf eure eigenen Gaben, auf eure eigenen Interessen. Ich habe dazu gleich noch drei Leitfragen und etwas eben in die Unterlagen mit reingepackt. Ja, im Beruf haben wir drei Felder. Vielleicht habt ihr da gar nicht so dran gedacht. Wir haben den erlernten Beruf, das ist ein Part. Ganz, ganz viele Leute verdienen aber irgendwann im Laufe des Lebens mit ganz anderen Dingen Geld. Ich habe also letztens jemanden kennengelernt, der hat das Bäckereihandwerk erlernt und irgendwie ist er jetzt im Filmgeschäft. Nicht als Schauspieler, sondern wirklich hinter den Kulissen in ganz strategischen Positionen. Kann durch eine gute Verkettung von Zufällen kommen. Oder? Nein, dieser Mensch hat sich schon immer für Kino interessiert. Und seine Leidenschaft fürs Kino hat ihn eben genau an diesen Punkt gebracht, über Kontakte, die er schließen konnte und über natürlich Möglichkeiten, seine Fähigkeiten auch unter Beweis zu stellen. Ja, und das dritte Feld ist so unsere Berufung. Wenn das hier übereinstimmt, womit wir Geld verdienen, da sind wir wieder bei unserem Aristoteles, ja, dann ist das natürlich der Idealfall. Aber was wir hier auch dran sehen, die Berufung kann durchaus erstmal auch außerhalb der Arbeit oder des erlernten Berufs ja, gelebt werden. Ja, ich frage einfach mal in die Runde. Vielleicht kennt ihr jemanden, bei dem das so ist, der Vogelzüchter, der ganz viele Preise zum Beispiel ja, bekommt und da vielleicht auch besondere Erkenntnisse geschaffen hat, obwohl er gar kein Vogelkundler ist. Und erst recht kein Biologe, Ornithologe und so weiter. Und ja, da gibt es ja vielleicht dann doch den einen oder anderen, der ja auch Großes für die Gemeinde, vielleicht auch ja für die Stadt, für die Nation getan hat, ohne dies in seinem Hauptberuf zu tun. Aber das heißt nicht, dass wir natürlich nicht dran streben sollten, genau in dieses Feld zu kommen. Also, welcome Aristoteles. Da wollen wir hin. Und ein bisschen wird uns vielleicht unser erlernter Beruf helfen. Auf jeden Fall haben wir da Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse erlernt. Und ja, aber wir haben noch viel mehr Erfahrungen gemacht, sodass wir also dann ja,
zu unserer Berufung irgendwann hoffentlich finden. Ja, prominente Berufungen. Vielleicht fallen euch da so ein paar Beispiele ein, dass sich jemand mit bestimmten Dingen beschäftigt hat und dabei Tolles für die Menschheit bewegt hat oder bekannt und berühmt geworden ist. Musik, ganz genau. In der Musik haben wir ganz viele Leute, die andere bewegen wollten und die sich am Anfang überhaupt nicht den Plan gemacht haben zu sagen, oh, mit 30 muss ich die erste goldene Schallplatte haben, dann ist das für mich Erfolg, sondern für die ist vielleicht Erfolg, dass sie ein Publikum haben und dass es nicht wegläuft, ob es 50, 500, 5000 oder 50.000 Leute sind. Ja? Also schon. John Baez zum Beispiel, ne? Ganz bekannt aus dem Musikbereich, aus der Protestbewegung, Anti-Vietnam, Friedensbewegung, ja, die wirklich als Teenie angefangen hat, ne? Und dort bekannt wurde. Ich schaue mal, ob es noch was im Chat gibt. Nein, gibt es noch nicht. Vielleicht gibt es noch ein Beispiel Prominenter, die ihre Berufung gefunden haben, die eben was anderes machen. Ja, wie steht's, wenn wir bei Musik bleiben? Ich habe ja Wirtschaft studiert. Jemand aus der Musikbranche auch, der sehr prominent ist, Dieter Bohlen. Ja, der hat hätte auch ganz klassisch, könnte der jetzt irgendwo in einem SAP-Projekt sitzen, hätte er das Berufliche so weiterverfolgt. Aber natürlich hatte seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse ja, im Zuge seiner Karriere genauso gut auch einbringen können. Ja, Marc-Uwe Kling, der Autor der Känguru-Chroniken. Genau. Ja, Veronika Feldbusch. Ja, also es kommen da doch schon einige zusammen. Ich habe mal so mich zusammen hingesetzt und habe mal so einen kleinen Brainstorming gemacht, um ja, vielleicht nicht ganz so die 1A-Promis, sondern so ein bisschen die Hidden Champions zu nennen. Einer, gut, den kennen wir alle, Steve Jobs. Steve Jobs war kein Computerspezialist. Das war kein Informatiker. Steve Jobs wollte etwas Schönes schaffen, das nützlich ist. Nur so sind Dinge wie iPhone, und Ähnliches entstanden. Dass Funktionalität, Haptik, Optik, ja, dass es einfach selbst erklärbar, bedienbar ist, dass diese Dinge zusammenkommen. Das war ja seine ganz, ganz große Kraft, die die Firma bewegt hat und auch in ja, bestimmten Themenkomplexen geblieben ist. Ja, mich persönlich begeistert Dieter Rams und sein Lebenswerk. Und der hat so ein schönes Motto, less but more. Ja? Also weniger ist einfach mehr. Wirklich reduced to the max, nur das, was ich wirklich brauche an Funktionalität. Geht übrigens genauso in die Apple-Richtung oder umgekehrt. Vielleicht hat Steve Jobs auch bei Dieter Rams ein bisschen sich inspirieren lassen, dort nämlich ja, dem Nutzer hinterher nicht zu viele Möglichkeiten zu bieten, sondern genau die richtigen, die er braucht. Und auch darin ist eine Kunst. So, ich habe hier mal gegenübergestellt das Hobby. Die deutsche Tafel, wann hat die angefangen? In den 50er Jahren, in dem man gesagt hat, wir wollen was machen, Bedürftige mit Artikeln des täglichen Bedarfs zu versehen. Es ist wirklich eine riesengroße Bewegung daraus geworden, ja, die aus unserem heutigen Staate gar nicht mehr wegzudenken ist. Reine ehrenamtliche Bewegung. Ja, oder der Erfinder der Nivea-Creme. Kaum einer wird ihn kennen vom Namen her, Oskar Poplowitz, ein gelernter Apotheker, wurde ge quasi geprügelt von seinen Eltern, unbedingt Pharmazie zu studieren. Und ja, der wollte einfach das Leben aller im täglichen Bedarf auch wieder verbessern. Das heißt, die Vision, das muss günstig sein, das muss verfügbar sein für alle und es muss wirklich für jeden einen Mehrwert haben im pharmazeutischen Bereich. Ja, was liegt da näher, als erstmal mit der Hautpflege zu beginnen? Auch der Labello und Ähnliches gehen auf Troplowitz zurück. Genau, da haben wir die SOS-Kinderdörfer, ja?
Oder, ja, man denke nur an ja, bestimmte Umweltschutzverbände, Greenpeace und so weiter. Da kann man ganz schön vieles aufzählen. Und da haben sich die Gründer nie in Gedanken drüber gemacht, dass sie sagen, ich habe einen Businessplan hier, ich brauche jetzt Startup-Finanzierung und in 5 Jahren muss ich die ersten Anteile an der Börse, die ersten Aktien an der Börse notieren. Ja, sondern das ist dann, ja, häufig, man spricht vom Tipping Point, irgendwann gewachsen. Aber zu diesem Wachstum, da werden wir im April noch drauf kommen, wenn es nämlich heißt, mein Chef bin ich. Gut, ja, ich danke für den Input. So, hier eine Grafik, die ich unbedingt noch mitbringen wollte. Ja, wir sind schon mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ich blende mal kurz ein, wie ich die normalerweise in Workshops an Tafeln male. Da sieht sie nämlich ein bisschen anders aus. Ich habe hier nur ein bisschen sozusagen noch was draufgebracht. Und dann ist es, heißt es immer, egal, ob es um Kunden, um den Vertrieb geht oder um den Job. Da sage ich immer, es gibt im Leben zwei Dimensionen, wenn es um das Geldverdienen geht. Mit den einen Dingen verdiene ich wenig Geld und mit den anderen verdiene ich viel Geld. Und dann gibt es Dinge, Tätigkeiten, Aufträge, Berufe. Berufe stimmt ja nicht, Rollen in Organisationen, die machen keinen Spaß, weil die Arbeitsumstände nicht stimmen, weil wir Dinge machen, mit denen wir uns nicht wohlfühlen, weil das kollegiale Umfeld nicht toll ist, weil wir zu große Pendelzeiten haben, was auch immer. Und dann gibt es Dinge, die machen Spaß. Und am liebsten hätten wir alle genau gerne die rechts oben Dinge. Darum geht's. Denn alles, was uns auch Spaß macht, woraus wir Energie ziehen, das sind Dinge, die bei uns an dieses Ding Berufung drangehen. Und ja, die beiden links oben und rechts unten. Ich schalte jetzt noch mal kurz zurück zum etwas komplexeren Bild. Zack, so, da sind wir wieder. Na, Vorschau aus. So, ja, also hier sind wir bei den gleichen. Hier haben wir unser Herz. Und ich sage immer dann hier unten bei den links unten, sage ich zu, ja, wenn es mal um Honorare geht und wir gehen da ganz weit auseinander, dann male ich das auch wirklich auf und sage, wissen Sie, warum sollte ich etwa einen Auftrag von links unten annehmen? Ja, das ist keine ganz so charmante Absage, aber eine sehr deutliche Ansage, dass da die preislichen Vorstellungen vollkommen auseinandergehen. Ja, Madeleine Leitner, die deutsche Übersetzerin von Durchstarten zum Traumjob. Die nennt diese Felder auch eben das Schrottfeld, das Hoffnungsfeld, das Feld der Passion und das Feld der Routine. Jetzt nicht falsch verstehen, ich kenne viele Selbstständige, die sind halb selbstständig, weil sie nämlich noch halbtags berufstätig sind. Sie folgen in ihrer Selbstständigkeit, ihrer Leidenschaft, beispielsweise aus der Customizing-Szene, also Autos oder Motorräder umzubauen, zu stylen, und wollen sich da aber nicht 100% drauf verlassen und sagen, ich habe einen ganz tollen Routinejob, da habe ich einfach über einen neuen Arbeitgeber oder den Rollenwechsel innerhalb der Organisation meine Stunden reduzieren können, habe dann mehr Zeit für das, wozu ich mich berufen fühle und habe trotzdem noch Sicherheit. Nun, das Feld der Berufung, wie gesagt, das mag auch außerhalb unserer Arbeitstätigkeit stattfinden, aber es sollte natürlich möglichst für alle möglichst da auch sein. Und ich bin davon überzeugt, dass für uns alle irgendwo in dieser Gesellschaft dieses Feld erreicht werden kann, des persönlichen Traumjobs. Ob er nun als Mitarbeiter im sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis ist oder ob wir uns selbstständig machen, weil Selbstständigkeit muss auch nicht für jeden etwas sein. Und so dass wir vielleicht den, was ich immer nenne, den Spaßjob, nicht so gut bezahlt, aber tolle Leute, tolles Umfeld, tolle Dinge, die man machen kann. Wenn du so etwas hast, bitte arbeite dran und schau dich um, dass du es auf den nächsthöheren Level bringst und sagst, ich bin es mir doch wert, auch mehr zu verdienen, beispielsweise. So, und damit sind wir wirklich schon am Ende der fast der Inputzeit. Und
Ich möchte natürlich zu meinen drei wichtigen Fragen kommen. Zuvor eben kleine Heuristik. Was kann ich machen, wenn ich schon entdeckt habe, dass ich woanders hin will? Dann kann ich natürlich mich sanft aus meinem alten Feld über Zwischenstufen in ein vollkommen anderes Feld bewegen. Ich kann den direkten Weg wählen. Das kennen wir. Wer aus der BWL kommt, kennt die Produktmarktmatrix von Ensoff. Das ist nämlich nichts anderes. Alter Markt, altes Produkt, neuer Markt, neues Produkt. Und das ist mit Risiken behaftet. Und für viele ist dieser Schritt erstmal schwierig. Dann eben zum Beispiel vielleicht im Hinterkopf behalten, kann ich eine gewisse Zeit lang zweigleisig fahren, Stunden runterschrauben, habe noch meine Sicherheit, mein Bein in der Branche, in meinem angestammten Beruf und kümmere mich aber andererseits um ja, meinen Switch, meinen Wechsel zu meiner Berufung hin. Und damit kommen wir zum spannenden Teil. Was solltet ihr euch fragen, um ein bisschen zur Berufung zu finden? Ich finde drei Fragen sehr, sehr wichtig und fundamental. Und die erste Frage ist, was tust du mit Leidenschaft? Und jetzt bitte, wenn du darüber nachdenkst, nicht nur jetzt, heute Abend vielleicht Zeit nehmen oder in den folgenden Tagen und vielleicht 3, 4 Wochen wirklich mal konsequent 10 Minuten abends drüber nachdenken. Blatt Papier oder so ein OneNote, Evernote, eine Seite öffnen. Diktaphon haben wir ja auch alles, kann man auch bei Evernote oder OneNote, Google Keep, Notizen und so weiter abspeichern. Mach dir Gedanken darüber, was tust du mit Leidenschaft? Was hast du heute mit Leidenschaft getan? Wo hast du vielleicht auch die Zeit vergessen? Und mach dir bitte keine Gedanken darüber, dass du sagst, Moment, ich habe heute im Garten umgegraben, das war total klasse. Außerdem habe ich Rechnungen abgeheftet, habe ich auch die Zeit vergessen. Und als drittes habe ich meinem Kind erklärt, ja, den Dreisatz oder was auch immer. Und dann fragst du dich sofort, was hat das miteinander zu tun? Das ist ganz wichtig. Denk in diesem ersten Schritt erstmal nicht drüber nach. Sammle, was tue ich mit Leidenschaft? Wo vergesse ich die Zeit? Wo komme ich in diesen berühmten Flow? Dass mir Ort und Zeit ja vollkommen Schnuppe sind. Ich hatte gestern so einen Tag. Da habe ich ja so von 5 to 9 gemacht, so als ja Frühaufsteher, 5 Uhr bis 9, die erste Schicht am Schreibtisch für Kreativarbeiten. Und um 1 Uhr mittags habe ich gedacht, das sei 17 Uhr. Und dann gucke ich mal bei Facebook rein und eine gute Freundin postete in ihrer Challenge-Gruppe, was postete sie denn? Etwas, ja, ich glaube auch Thema mit Leidenschaft. Und da habe ich nur gesagt, nee, welche Frage würdest du heute mit Ja beantworten? Und ja, dann habe ich nur geschrieben, ich würde mit Ja die Frage beantworten, möchtest du heute jede Sekunde in Achtsamkeit erleben? Und während ich das schrieb, wurde mir klar, das war so eine Achtsamkeit an diesem Tag, so ein bewusstes Leben, dass ich wirklich schon dachte, der Tag müsste eigentlich um sein. So viel hatte ich schon erledigt. Das sind die Momente, wenn du dich daran erinnerst, auch aus der Vergangenheit, notiere sie, schreib sie erstmal einfach auf. Was bereitet dir Freude? Ja, wo hast du keinen Stressgedanken mit? Es gibt keine Berufung oder wenn du deine Berufung zum Beruf machst, wirst du auch immer Dinge haben, die du nicht so gerne machst. Es gibt immer irgendwelche Arbeiten, die nicht so schön sind. Aber es geht eben über das Überwiegende, dass wir Kraft rausziehen. Zweite Frage: Was kannst du gut und vor allem, was fällt dir leicht? Das ist ziemlich schwierig. Manchmal muss man andere Leute fragen oder umgekehrt sich fragen, wann kriege ich immer die Aufgaben auf den Tisch? Bitte nicht böse sehen, oh, die anderen wollen mich ärgern, sondern warum schieben die mir das zu? Weil die davon überzeugt sind, dass ich es besser kann als andere, dass es mir leichter fällt. Und das ist immer ein super Anhaltspunkt zu sehen, aha, das kann ich. Also kleines Beispiel aus meinem Leben, ich konnte schon immer gut strukturieren, das wusste ich aber nicht, ne? Und
Im Studium war das dann ganz, ganz heftig, dass mich Kommilitonen gefragt haben, du, ich habe das und das Thema in der Hausarbeit. Und dann warteten die schon so. Und ich fing an zu denken und habe gesagt, ich würde das so und so aufbauen. Und dann haben die sich das gleich notiert. Und das habe ich 2, 3 Jahre mir so angeschaut, also neben mir stehend, und nicht kapiert, dass es eine meiner Fähigkeiten ist, ja? Und dass das offensichtlich, ja, eine Gabe ist, die ich einfach mitnehme. Und ja, es hat noch viel länger gedauert, das ein bisschen dann auch stärker umzusetzen. Die dritte Frage. Was interessiert dich? Womit befasst du dich? Also wofür brennst du? Was willst du erforschen? Wo kannst du gar nicht genug von bekommen? Das können jetzt schon wieder ganz andere Sachen sein als die, die du gerne tust. Denn es zeigt ja deine Spannbreite auch, deiner Interessen. Oder auch, ja, vielleicht der Fähigkeiten. Ja, und ja, es geht natürlich schon darauf, wenn dich etwas interessiert, dann wirst du es dir aneignen und du wirst es irgendwann mit Leidenschaft tun. Und was du mit Leidenschaft tust, dann kannst du es auch gut. Ein kleiner Anhaltspunkt noch ist, wo bist du selbst der Perfektionist? Ja, dass du auch Hemmungen hast, zu sagen, ich bin fertig. Auch das ist ein Anhaltspunkt, dass du wesentlich besser bist und dass es dir ganz, ganz anders fällt als anderen. Das Verrückte ist, dass wir uns dann den Perfektionismushut aufsetzen. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Anhaltspunkt dabei. Ja, und abschließend kann man sagen, was sagen denn andere über deine Fähigkeiten? Frag rum. Fang einfach mal ein Gespräch an mit den Personen in deinem Umfeld, mit deinen Vertrauten, Freunden, Mitgliedern aus der Familie, auch Personen, die dich nur in größeren Zeitabständen vielleicht sehen oder dich von früher her kennen, ne? Schulkameraden oder ähnliches. Wie haben die dich in Erinnerung? Ne? Also bei mir tauchen da schon so ein paar Dinge auf. Gerechtigkeitssinn, keine Angst vor Obrigkeit. Ich habe mich immer für andere hingesetzt und ich wollte immer Frieden haben. Ja? Als Kind fand ich immer Kanzler Treu unheimlich toll. Ja? Ja, das geht schon alles so in Mediator und Coach und so weiter in die Richtung hin. Und ich habe ganz lange gebraucht, um das für mich selbst wirklich erkennen zu wollen. Also. Vielleicht kannst du es, vielleicht könnt ihr es abkürzen. Ja, ich habe es gesagt und das so die letzte Inputfolie. Jetzt sind wir ja schon arg über der Zeit. MindZ.de und ZDE steht hier bei John Strzelecki. Nochmal so das Büchlein. Ist aber auch hinten in den Unterlagen drin. Mein Zweck der Existenz und meine Big Five for Life. Mein Zweck der Existenz, der Zweck der Existenz meiner Firma ist es, anderen zu helfen, betrieblich die richtigen Dinge richtig zu tun. Effizienz und Effektivität. Gut, das ist nicht allzu viel, bisschen konkreter, produktiv und glücklich im Beruf 4.0 zu sein. Das heißt, mir kommt es wirklich auf den Mitarbeiter an und auf die Motivation, auf die Energie zwischen den Mitarbeitern und nicht um das Kostensenken und das zu Tode sparen. Auch wenn mein Motto eben ist, wie es da links oben steht, weniger ist mehr wert. Ja, und für mich selbst, ja, jeden Tag so genießen, als wenn es der erste und der letzte wäre. Das habe ich von meinem Großvater sehr mitgenommen, der dieses Motto sehr stark auch mit Achtsamkeit gelebt hat. Und ja, da gibt es so ein paar Big Five for Life. Auch da einfach mal vielleicht zu Hause mal nachgucken in den Unterlagen. Man kann sich da natürlich sehr schöne Wortgeschichten basteln und es geht einfach um die 5 großen Antreiber in deinem Leben. Und bei mir sind so, ja, die eigene Faulheit. Ich denke lieber nach, bevor ich zweimal den gleichen Schritt mache, ob ich das nur in einem Schritt auch in Zukunft machen kann. Ja, mir geht es um das persönliche Umfeld und so weiter und so fort. Ja, letztendlich kann ich nur sagen, es ist immer einfach zu sagen, was man nicht will, aber es ist sehr schwer zu sagen, was man will. Und deswegen habe ich im Anhang 3 Dinge mit eingepackt. Das eine ist eine Anleitung, wie du 30 Tage, wie ihr 30 Tage
10 Minuten abends euch einfach mal Zeit nimmt, 10 Minuten am Abend, deswegen, weil wir uns dann nochmal drauf programmieren, für die Nacht, unser Hirn, ja, wo wollen wir hin, was wünschen wir uns, wie sehen wir uns, was ist uns wichtig, und deswegen ist es eine tolle Übung für den Abend. Natürlich auch mit der Anleitung, das Ganze auszuwerten nach einem Monat, macht es wirklich mal einen Monat durch. Ich mache es immer dann, wenn ich merke, ich bin wieder mit irgendetwas nicht so ganz rund in meinem Leben. Dann packe ich die Methode für mich selbst auch wieder aus. Und noch zwei weitere Dinge, nämlich einmal einen Satz mit Leitfragen zum Thema Berufung finden, über die drei genannten hinaus. Und die sind auch ein bisschen angelehnt hier aus dem Workbook von Durchstarten zum Traumjob. Und dann natürlich noch eine Anregung zum Thema Achtsamkeit. Denn in Achtsamkeit fallen uns vielleicht auch erst die Dinge auf, die uns leicht fallen und die uns Energie geben und die uns so ein bisschen zeigen, wo ist unsere Berufung. Trennt den Begriff Berufung von Beruf. Denn eine Berufung hat nichts damit zu tun, dass wir einen festen Ausbildungsberuf haben. Denn wie gesagt, auch der Controller kann total super empathisch sein, ein unheimlich sozial kompetenter Mensch, der ganz gerne sein Wissen zum Beispiel weitergibt und nicht nur hinter seinen Zahlen steckt oder ähnliches. Das sind Klischees, mit denen wir arbeiten. In jedem erlernten Beruf können wir auch Berufung ausleben in einem gewissen Bereich. Also ich muss auch nicht komplett meine Vita auf den Kopf stellen. Ja, das war viel Input. Ich habe eine Frage an euch zum Schluss. Wollte ich eigentlich schon am Anfang stellen. Es sind ja noch einige dabei. Und zwar, welcher Altersgruppe gehört ihr an? Unter A. So, habe ich die jetzt gestartet? Ja. Unter A natürlich bis 35 Jahre. Warum der Text weg ist, weiß ich auch nicht. 36 bis 50 und über 50 ist doch mein persönliches Interesse. Wo wir da den Schwerpunkt haben. Oh, das finde ich interessant. Das finde ich wirklich sehr interessant, denn im Augenblick zeichnet sich ein Drittel ab. Das ist klasse. Ja, das ist wirklich super. So, 12 haben teilgenommen. 19 sind noch hier zumindest sozusagen mit Chatfunktion dabei. Telefonische Teilnehmer können nicht teilnehmen. Wir präsentieren mal das Ganze. So, ihr müsstet jetzt auch so ein Kuchendiagramm sehen. Ja, es ist fast gedrittelt. Unglaublich, ja. 35% unter 35 Jahre, 35,7% zwischen 35 und 50 und 28,6, immerhin noch, über 50 Jahre. Also man sieht, die Berufung ist ein Thema, ja, das verlässt einen ein Leben lang nicht. Und ich habe mich erst vorgestern mit jemandem über YouTube und Facebook verbunden. Da gibt es im ARD, glaube ich, am Sonntag eine Reportage über glücklich sein und Berufung im Alter mit Greta Silver. Und ja, die hatte mal jetzt mit 69 noch ihren Turnaround und sagt, jetzt habe ich Zeit, endlich die Dinge zu machen, die mir wirklich Spaß machen. Und über meine skeptische Anmerkung, ich möchte nicht so lange warten, ja, haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht und uns verwandelt. Prima. Ja, ich bedanke mich für den Input erstmal, für das Zuhören und das Mitmachen an dieser Stelle und stehe natürlich für Fragen noch zur Verfügung. Ansonsten weise ich einfach schon mal darauf hin, mach dir bitte direkt jetzt nach dem Workshop oder jetzt schon drei, vier Notizen, was du machen möchtest. Im Anschluss gab es eine Anregung, die du direkt umsetzen möchtest. Und das sind hier die beiden Bücher oder drei beim Strzelecki, der hat auch mittlerweile mehr geschrieben. Der hat seine Berufung darin gefunden, über die Berufung zu schreiben und Seminare zu machen. Und sein Markenzeichen ist sein Hut. Ist ganz witzig.
Es gibt eine auch deutschsprachige Seite unter jsandfriends.com und dort gibt es auch wunderbar diesen schönen Trailer über Ist heute ein Museumstag? Ihr braucht hier keinen Screenshot zu machen, denn das ist alles zum Download nochmal unter Datei hier im Webinar abgelegt. Zwei Themen hatten wir bis jetzt. Das war heute das dritte in dieser Serie. Und immer am vierten Mittwoch im Monat, 20 Uhr, gibt es wieder Input. Und das sind die Input-Themen der nächsten Monate. Ja, Feedback auch gerne mit Themenanregungen an mich. Ich habe eine kostenfreie und unverbindliche Sprechstunde montags und freitags 10 bis 11 Uhr oder einfach per E-Mail oder einfach auf den Social Media Kanälen. Dort bin ich eigentlich in den gängigen überall vertreten. Die sind auch noch mal hinten hinterlegt in den Unterlagen und natürlich auch schon in der Webinar-Ausschreibung mit dabei. Ja, last but not least, ich gucke noch mal, ob es noch einige Fragen gab. Also gerne ruhig stellen, auch wenn wir jetzt schon weit über der Zeit sind. Ansonsten gerne per E-Mail oder über die Social Media Kanäle. Ich habe eine Facebook-Gruppe, De-Stress Yourself, die ist noch recht frisch und jung. Auch da gerne ruhig einfach Input geben, beitreten, kostenfrei und unverbindlich. Und ja, ich freue mich über positives Feedback hier zum Webinar und schaut einfach über diesen Vogel in euren Unterlagen hinterher, denn dort gibt es nochmal ein Add-on mit entsprechenden Anleitungen, wie man sieht, auch noch ein paar weiteren Dingen, einer empfohlenen App und so weiter und so fort. Dankeschön, Dankeschön, Lydia. Ja, und auch Sascha dabei, ja. Prima, ich wünsche euch auch noch einen schönen Restabend und nicht vergessen, der 22.3., nächster Tag. Bis dahin, tschüss.